Und herzlich willkommen zu diesem Video. Hier geht es um Zahndetox, um Zahngesundheit. In diesem Video möchte ich dir ganz kurz mal zeigen, mit welchen einfachsten Möglichkeiten man früher sich bei Zahnproblemen selbst geholfen hat. Produkte, die es so leider heute nicht mehr zu kaufen gibt, weil sie verboten wurden, dass Leute mit Zahnproblemen immer gleich zum Zahnarzt gehen, nicht erstmal versuchen, es selbst zu reparieren und natürlich auch ein wichtiges Zahnpflegemittel, das wir jetzt gleich herstellen werden, mit dem du bei Entgiftungen dir selbst helfen kannst. Denn Zähne sind ja auch Ausscheidungsorgane und wir sehen ja an den Zahnproblemen vieler Menschen schon bei Kindern, dass sie vergiftet, dass sie übersäuert sind, dass bestimmte Kariesbakterien nur bestimmte Zähne angreifen und nie alle Zähne. Und wir ja auch mittlerweile schon wissen, dass wenn ich mir die Zahnmeridiane einmal angucke, das heißt, wenn ich schaue, welcher Zahn in meinem Mund ist nicht in Ordnung? Und ich sage immer, wenn ich einen gesunden Darm haben möchte, dann brauche ich auch eine gesunde Zahnhygiene, genauso wie eine Geschlechtshygiene, weil Bakterien immer über das Geschlecht in den Darm kommen und immer über den Mund in den Darm kommen und dann alle anderen Organe schädigen. Und wenn ich jetzt dieses Wissen mal zusammenziehe, dann gibt es im Internet solche Zähne, Bezugszonen der Meridiane, wo man genau sieht, welcher Zahn ist mit dem Meridian in Verbindung mit welchem Organ und welchen anderen Körperteilen. Wie zum Beispiel, nehmen wir mal den 4er-5er Backenzähne an der Seite. Das ist ja das Element Lunge Dicta, also das Metallelement. Und dieses Metallelement hat verschiedene Wirbel, wo es aufschlägt, und verschiedene Organe wie Lunge, Dickdarm, aber auch ein Teil der Milz und so weiter, aber auch die Nase, der Haut. Und wenn ich jetzt einen faulen Zahn habe und da Leichengifte zu dem Organ kommen, dann habe ich zum Beispiel hier auch immer Mandelvereiterung, Nasennebenhöhlenvereiterung, überhaupt dicke Mandeln, Schleim, der sich jeden Morgen abhustet. Ich muss immer öfter husten oder ich habe zu viel Durchstuhlgang, Durchfall oder gar Verstopfungen oder auch Hämorrhoiden und Entzündungen. Und ich sage immer, die Mundhygiene ist genauso wichtig wie die Schlechthygiene und die Darmhygiene. Und wenn ich eh mal dabei bin, irgendwann zu sagen, okay, ich will mich entsäuern, ich will mir selbst helfen, ich verändere meine Ernährung, reinige natürlich dann auch noch damit meinen Darm, das ist ganz, ganz wichtig, mich auf eine Zahnhygiene einstellen und zu gucken, ist die Zahnflora in Ordnung. Und ich schaue bei meinen Klienten immer in den Mund rein und ich sehe da als Grundproblematik schon viele Probleme. Und es gibt Ärzte, die behandeln nur, wenn vorher die Zähne saniert werden, weil es sonst gar keinen Sinn macht, und natürlich die Geschlechtshygiene einzuhalten. Hier geht es um die Zähne und ich wollte es nur mal zeigen, damit du erstmal überprüfst, okay, meine Probleme, die ich habe, meine Gesichtsfalten, die ich habe, passen die auch mit meiner Zahnproblematik einher? Habe ich vielleicht auch hier Wirbelblockaden oder hier Muskelkrämpfe, da wo meine Meridiane langgehen? Kann ich das also mehrfach abprüfen? Ist das Problem aber einmal da, das heißt, habe ich einen entzündeten Zahn oder einen falsch wurzelbehandelten Zahn, was zu 85% der Zahnärzte, die Wurzelbehandlung machen, machen das falsch, machen das nicht gründlich genug, machen das ohne Mikroskopie und gehen nicht in die Tiefe, dann entsteht zum Beispiel Abszesse im Bereich der Wurzeln oder das Zahnbett ist entzündet oder wir haben entzündetes Zahnmark, die Zähne tun weh oder normale Kinder und Erwachsene haben Zahnkaries oder gar ein totes Zahnmark. Und hier in diese unteren Bereiche kommt man ja meistens nicht hin. Also man ist darauf angewiesen, zum Zahnarzt zu gehen. Und ich sage immer klar, Zahnärzte sind wichtig, Diagnosen sind total wichtig. Aber ob ich das mache, was er gelernt hat, was er dann mit dir machen möchte, würde ich nochmal in Frage stellen. Ich würde mich dann erstmal aus der Behandlung rausziehen, würde mich informieren, würde erst alternative Wege gehen, bevor ich mich entscheide, den Zahn ziehen zu lassen, eine Wurzelbehandlung machen zu lassen oder eine Wurzelzahnresektion machen lasse, bevor man da von außen reinschneidet, wo wir wissen, dass ja im Krankenhaus die meisten Bakterien stattfinden, beim Zahnarzt die meisten Bakterien da sind, meistens mehr Erkrankungen zieht nach einer Behandlung irgendwo anders als durch die eigentliche Behandlung. So, und früher gab es hier ein Produkt, das nannte sich Sanabo, Salz, Natron, Borax. Das gab es zu kaufen, das hat man dann als Mundspülung zweimal täglich angewandt und das wurde schlichtweg verboten. Und ich möchte dir eine Möglichkeit bieten, zu sehen, wie ich das Produkt selbst herstelle, selbst mische, denn es ist Pfennigskram. Und wenn ich Entgiftungskuren mache, dann unterstütze ich meine Zähne auch, die Säuren über die Zahntaschen abgehen zu lassen. Weil stell dir vor, du hast einen Zahnfleischrückgang, dann heißt es ja, zwischen den Zähnen sind Bakterien, wahrscheinlich durch zwei falsch gesetzte Kunststoffblomben, die dafür sorgen, dass unter den Zähnen, die hier in der Mitte zusammenstehen, ein Hohlraum entsteht. Dort nisten sich natürlich Bakterien ein, mit der Zahnbürste kommt man nicht richtig ran. Und diese Bakterien sorgen dafür, dass der Knochen abgebaut wird. Man spricht hier pro Jahr um 1 Millimeter und demzufolge reduziert sich auch das Zahnfleisch.
Also ein gesundes Zahnfleisch ist niemals rot oder dunkelrot. Es ist immer hellrot. Es ist immer eher wie Pastellfarben rot und hat eine weiße Schicht. Da sieht man immer ein gutes, lebendiges Zahnfleisch, das die Zahnhälse immer gut mit einbettet. Und ist das bei dir nicht so, dann weißt du ja schon, dass du ein Entgiftungsproblem hast, dass dein Körper zu viel Bakterien, zu viel Säuren hat im Blut, über die Zahntaschen auch Säuren ausscheidet, es kommt zu Zahnfleischbluten, zu Zahnproblemen, zur Fäulnis und in der Nacht wissen die Bakterien natürlich, okay, ein schwacher Zahn, den greife ich an, weil der muss weg, denn die Mikroorganismen sind auf Zerstörung und nicht auf Aufbau. Und mit dem Sanabo ist meine Erfahrung, kann ich wunderbar eine Mundhygiene führen, indem ich das am Abend mache oder am Morgen zur Zahnhygiene oder bei Problemen. Und du bist dadurch in der Lage, diesen Wirkstoff, den wir jetzt gleich herstellen lassen, am Zahnfleisch entlang durch dein Zahnziehen runterzuführen, äußerlich angewendet, also nur im Mund, es wird nicht geschluckt, um dann hier bei Abszessen oder bei entzündeten Zahnbetten im äußeren Bereich den Zahn zu helfen, also zu unterstützen. Das ist eine ernährungskosmetische Anwendung. Wir dürfen nicht vergessen, dass Fäulnis an einem Zahn Leichengifte zu bestimmten Organen im Körper bringen und dazu sorgen, dass wir krank werden. Viele Ursachen von Erkrankungen sind Vergiftungen des Körpers, Verschlackungen, Verschleimung der Organe und das geht meistens von Zahnherden aus. Das erste, was ich damals gemacht habe, um gesund zu werden, meine Zähne zu sanieren und seitdem die Zahnprobleme weg sind, sind auch die Wirbelblockaden weg, sind die Versteifungen weg, sind die Muskelkrämpfe weg, sind die Depressionen weg und die Entzündungserkrankungen des Mundes, genauso wie Leberreinigungen, Darmreinigungen oder Fasten wichtig sind, um die einzelnen Organe zu reinigen. Hilft es aber nichts, das Organ zu reinigen, wenn der Zahn, der mit diesem Organ in Verbindung steht, ständig Fäulnis und Leichengifte abgibt und das das Problem ist. Wenn immer wieder Leichengifte abgegeben werden, gehört zur Theorie auch, entstehen immer wieder Rückvergiftungen, nicht über die Organe, sondern von den Zähnen zu den Organen über die Blutbahn. Und wenn wir das verstanden haben, dann würde das heißen, okay, wenn ich ein Problem habe und ich nicht möchte, dass diese Gifte im Darm dann immer verschiedene Elemente und andere Organe mitreizen, ich dann nicht förmlich meine Rückvergiftung eigentlich befinde durch einen Zahnherd, diesen zu eliminieren, also die Mundhygiene wieder einzuführen. Und da gibt es Sanabo. Fangen wir mal an. Als allererstes nehmen wir ein sogenanntes Borax. Borax kennen wir unter Natriumtetraborat. Dieses muss zu 99,9% gereinigt werden. Gibt es im Handel, in Apotheken noch zu kaufen, in kleinen Dosen, aber auch bei eBay oder kann man auch mal bei Amazon gucken. Borax besteht aus Na2B4O7, das ist so die Schlüsselung, die habe ich hier nochmal mit draufgeschrieben, Borax. Und es muss zu 99,99% gereinigt werden. Wir nennen es einfach Borax, aber der eigentliche Name ist Natriumtetraborat. Der zweite Punkt ist ein ganz normales Natron, also ein Sodiumcarbonat oder ein Natriumhydrogencarbonat oder Sodiumbicarbonat, das wir so kennen. Bezeichnung wäre NaHCO3. Das finden wir hier. Es sollte ein naturreines Soda sein, was kein Aluminium als Fieselhilfe befindet, also am besten im Bergbau in der Türkei oder in Amerika abgebaut. Das Arm & Hammer kann ich sehr empfehlen oder das Bob's Red Mill. Dieses haben wir auch bei uns im Onlineshop. Da kann man das als Naturnatron eben auch bestellen für die innerliche Anwendung. So, und das dritte ist ein ganz normales Salz, also ein Natriumchlorid. Ich würde hier ein Himalaya-Salz verwenden oder ein Tiefensalz. Das finde ich so am besten, wenn es auch aus Deutschland kommt sowieso. Bitte kein Meersalz verwenden. Die Meere sind verseucht, genauso wie die ganzen Rotalgen, auch was sie euch erzählen. Das ist alles verseuchtes Material. Und im Meer finden wir natürlich sehr viele Nanokunststoffe. Deswegen finden wir auch im Meersalz Nanokunststoffe. Die würde ich meiden, wenn wir Steinsalz, Tiefensalz haben oder Himalaya-Salz, was in Gebirgen abgebaut wird oder aus tiefen Lagen der Erde Gesteinsschichten. So, diese drei Lösungen zusammen geben ein Produkt, das es früher käuflich zu erwerben gab. Das hieß dann immer Sanabo, Salz, Natron, Borax, zu gleichen Teilen. Also wenn ich das jetzt mal mischen möchte, ich mache das immer so, wenn ich das selber herstelle für mich. Ich nehme jetzt im Beispiel einen Esslöffel Borax. Ich habe hier so einen kleinen Blender, so einen kleinen Mixer. Einen Esslöffel von diesem Natron und einen Esslöffel von diesem Salz, Sanabo, drei Verhältnisse zu je einem Teil. Und das Ganze, weil ja die Körnung dieser verschiedenen Salze ja unterschiedlich grob ist, nehme ich immer nochmal einen Mixer, entweder mit Mörser oder mit Mixer zerkleinern. Das mache ich jetzt mal, Achtung laut.
So, und damit habe ich dieses Sanabo für mich selbst hergestellt. Und hier empfehle ich aus eigener Erfahrung bei Zahnproblemen zweimal täglich, ich mache das immer am Morgen nach dem Zähneputzen und am Abend, bevor ich ins Bett gehe, um auch den pH-Wert im Mund zu erhöhen, sodass Bakterien die Zähne überhaupt nicht angreifen können, weil nicht die Bakterien greifen die Zähne an, sondern durch Säuren wird der Zahnschmelz gehoben und dann haben natürlich Bakterien leichtes Spiel, gerade bei Kindern, wenn einzelne Zähne betroffen sind. Und dann empfehle ich immer einen halben bis ganzen Teelöffel davon in den Mund zu nehmen, mit etwas Wasser wie Öl ziehen durch die Zähne zu ziehen. Und das möglichst lange, also mindestens 10 bis 15 Minuten im Mund lassen, durch die Zähne zu ziehen, damit diese Lösung eine Möglichkeit hat, über die Zahnhälse sich hinunterzuarbeiten. Früher gab es nie Parodontose und Plaque bei den Menschen, weil sie immer nur ihre Zähne mit Natron geputzt haben. Sie hatten ja gar nichts anderes. Und heutzutage müssen wir 1 bis 2 Mal im Jahr zur Zahnreinigung gehen, um die Parodontose und den Plaque zu entfernen, weil wir in unserem Zahnpasta einfach nur Schrott drin haben, samt Schwermetalle, samt Glutamate, samt Sorbitole. Und es gibt nur ganz wenige Firmen, die natürliche Zahnpasta herstellen. Da könnt ihr bei uns im Onlineshop mal gucken, die grüne Tonerde Zahncreme oder die Michael Droste Lauchzahncreme mit dem Boswellia, mit dem Weihrauch drin, was natürlich die Zähne auch entkeimt. Ist das ein sehr, sehr günstiges Heilmittel, was man nach der Zahnhygiene immer nochmal anwendet. Und ich mache das jetzt mal ganz kurz nur vor. Ich nehme also immer meinen halben bis ganzen Teelöffel in den Mund. Wasser dazu, ein bisschen. So, es gibt verschiedene Techniken. Man kann es auch im Mund lassen, etwas lesen, wenn man sich die 10 Minuten Zeit lässt. Man zieht es am Anfang stark durch, sodass die Lösung gut zwischen die Zahnhälse kommt. Dann hält man das im Mund. Diese Mischung schmeckt sehr gut. Sie ist nicht scharf. Aber es kann sein, dass das Borax, wenn es auf Entzündung kommt, etwas brennt. Weil das entkeimt ja das Ganze. Und das ist ganz wichtig, dass man diesen Prozess dann über 2 bis 4 Wochen täglich 2 Mal durchführt, um diese Mundspülungen zu machen. Früher auf den Verpackungen stand drauf, Standardpflege etwas Pulver einspeicheln und minutenlang einwirken lassen. Intensivpflege zur Auflösung von Zahnherden nach jeder Mahlzeit mindestens 1,5 Teelöffel. Das heißt, bei akuten Problemen wird das nach jeder Mahlzeit genommen, um die Mundflora einzuhalten und nicht um ein Kaugummi zu kauen. Weil der Kaugummi sorgt dafür, dass zu viel Verdauungssäfte produziert werden und der pH-Wert im Darm so basisch wird. Deswegen ist Kaugummi kauen vor dem Essen eine ganz gute Sache, aber sonst würde ich keine Kaugummis kauen. Kann man nach dem Essen mit dem Sanabo sich selbst helfen. Und das sollte natürlich ein weiterer Beitrag zu sein, wie einfach für dich eine Entgiftung sein kann, eben mal die Zähne zu entgiften, das weiß sonst niemand. Auch beim Zahnarzt weiß man das nicht, weil das alte Gesundheitslehre nach Dr. Harnisch und ein ganz alte zarathustrische Gesundheitslehre ist, die persisch ist und schon meist über 9000 Jahre alt ist. Und dieses Wissen wollte ich mit dir teilen, dass man diese Zutaten immer zu Hause hat bei Problemen. Auch zum Baden kann man solche Lösungen verwenden, aber in anderen Mischungsverhältnissen, wie zum Beispiel beim Langzeitbaden oder bei Spülungen oder auch bei Fußbädern. Bei uns in der Naturapie machen wir auch Fußbäder mit Borax. Informier dich mal dazu. Es gibt im Internet einen Artikel, der nennt sich Die Borax-Verschwörung vom Nexus Verlag. Da hat man zum Beispiel auch Arthrose damit behandelt und heutzutage wird es einfach schlichtweg verboten, weil es so günstig ist. Man verdient nichts daran. Die Pharmazie hat nichts davon, wirklich Ursachen zu bekämpfen, sondern doch die Symptome zu verschieben. Und wir gehen hier ran an die Lösung in der Hilfe zur Selbsthilfe in ganz einfacher Form. Ich freue mich, wenn dir das Video gefallen hat, wenn es ein Beitrag war, wo du gesagt hast, ach, das wusste ich ja noch gar nicht. Ach toll, was der uns für Wissen hier verschenkt, einfach, um vielleicht das auch mal auszuprobieren, ist mein Herzenswunsch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Florian Sauer, Naturapie.